Hallo, heute wollen wir mal zeigen, wie man die Nintendo Switch, wie man die an ein Laptop anschließt. Als erstes brauchen wir praktisch so einen Video Capture Stick. Das ist Video Capture HDMI. Kostet im Internet so 10 oder 20 €. Und hier hat es einen USB-Anschluss. Ganz normal. Das schließt man der Laptop an. Das Ganze ist USB 3.0, das heißt, sobald man das einsteckt, wird der Treiber automatisch geladen. Dann schließt man dieses HDMI-Kabel an den USB-Stick an. Also einmal in den USB-Stick einstecke und dann in die Nintendo Box. Dazu macht man hinter die Klappe auf. Dann kommt dieses HDMI-Kabel da rein. Dann hinstelle. Die Switch rein. Also, wenn die Nintendo mit dem HDMI-Kabel mit dem Laptop verbunden ist, dann ist noch ganz wichtig, den Netzstecker von der Dockingstation von der Nintendo in die Steckdose. Weil ohne die Stromversorgung geht es nicht. So, dann kann man kostenlos die Software runterladen und zwar heißt das Programm OBS. Gibt es gratis im Internet zum Downloaden, haben wir jetzt schon mal runtergeladen. In dem Bereich stellt man die Kamera ein. Also hier auf Plus, dann auf Videoaufnahmegerät. So, Videoaufnahmegerät. So, als Videoquelle Gerät kann man hier wählen und zwar diesen USB 3.0 Capture Stick. So, wenn das alles in Ordnung ist, dann die Switch anmachen. So, jetzt sieht man sie schon. Wie gesagt, wichtig ist, dass der Netzstecker in der Steckdose drin ist, sonst funktioniert es nicht ohne Stromanschluss.